Moin Helzertland. Du sagst hier, ich soll das mal öffnen. Mach ich, kein Problem. Speistegereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Eigentlich sinnlos, ist das schon 100.000 Mal gezeigt. 100.000 Mal erklärt. Ich bin so leid, da irgendwie alles gesagt noch was zu machen. Weil komme ich mir dann vor, wie so ein Leierkasten da immer alles wiederholt. Ja, was mache ich gerade? Warum geht's mit dem Elektroauto nicht so richtig weiter? Weil, ja, mir ist eine Zelle abgekackt. Also schon länger. Ich hatte mir dann, wo der Falco da war, Falco war auch da, der hat schon eine Lieferung wieder gebracht und musste ausladen. Und ja, ich bin jetzt gerade hier am die Batterien erstmal am Rämpfen. Weil, wie gesagt, eine Zelle war abgekackt. Und die habe ich jetzt getauscht, sieht man auch hier, die ist noch voll. Die anderen haben alle schon vom Level her, Wasserlevel muss ich ein bisschen auffüllen. Die ist noch voll. Geht auch, haut jetzt wieder hin. Also eine ist abgekackt gewesen, keine Ahnung. Die bin ich jetzt gerade, die letzten drei bin ich gerade noch am regenerieren. Und naja, irgendwas kann ich euch noch mitgeben, deswegen mache ich das Video. Wenn der Rempf, wenn ihr das hier mit Begrenzung macht, mit Ampere-Begrenzung, ne? Passt mal auf. Guck mal, sagen wir jetzt 3,5. Hört ihr das? Das klingt da so komisch. Der lädt auch nicht. Ne? Also das dauert ewig lange oder keine Ahnung. Wenn der aber sauber klingt, dann lädt er richtig. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen noch. Ne? Ja, geht auch noch. Was haben wir hier? Minus 1,4 kW, 12,6. Komm aber, ne, komm nicht rein. Plus minus 0 Grad. Na gut, ich werde mich dann mal weiter ans Auto machen. Hier brauche ich jetzt erstmal nicht mehr machen. Ja, liebe Grüße, Elsterland. Nur für dich.